Ende einer sechsjährigen Umbauphase. Ihr modernisiertes Gemeindezentrum hat die evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Wildeshausen eingeweiht. Vor gut 27 Jahren hatten die Baptisten das Gebäude am Anemonenweg bezogen. Ein Teil wurde noch von dem Berufsförderungswerk genutzt. Als diese mit ihrer Metallwerkstatt auszog, machte man sich daran, den gut 8x25 Meter großen Raum zu sanieren, zumal durch die Dachfläche Wasser eindrang. Die Verantwortlichen investierten in neue Dämmung und große Fensterflächen. Es entstand ein heller, hoher Gemeindesaal, in dem gut 150 Gäste Platz finden. Weil noch Luft im Budget war, wurden auch Toilettenanlage und Küche erneuert. Insgesamt investierte die Gemeinde rund 450.000 Euro. Viele Ehrenamtliche packten mit an. Beim Festakt verteilte Pastor Friedrich Kleibert kleine Schlüssel aus Holz an alle Gottesdienstbesucher.